Hallo, ich hoffe, es geht euch gut. Der Wochenstart ist ja vielleicht gelungen. Ich durfte heute mal wieder ein bisschen helfen im Sinne von Reha-Planung. Was heißt hier im Sinne? Wir verfolgen seit einiger Zeit einen gemeinsamen Reha-Plan. Das Tolle ist, mein Klient hat den Reha-Plan selber erstellt. Das war eine seiner Aufgaben im Reha-Coaching. Und nachdem wir die letzten Wochen und Monate darauf verwandt hatten, dass er am Thema dranbleibt, er hatte so einige Dellen gehabt, was seine Motivation ja, betraf oder betrifft, ist er da gut rausgekommen. Er hat jetzt vor kurzem Urlaub gehabt und ja, ist mega aufgeräumt heute und hat unheimlich viel Kraft getankt. Und ja, ich habe mich super gefreut, dass es jetzt weitergeht und er auch ganz klar formuliert, wo jetzt als nächstes die Ziele sind und das ist alles entsprechend im Reha-Plan. Das ist das Schöne daran. Zum Reha-Coaching heißt auch oder gehört auch, dass ich Unterstützungsaufgaben vergebe. Einige mögen das und einige halt nicht. Er ist mittlerweile ein Freund davon und hat zwei Aufgaben bekommen. Einmal darf er genau sagen, welche Wohnung er haben möchte später mal. Jetzt kommt ein Auto lang gefahren, ist ja auch toll. So mitten in der Pampas kommt ein Auto. Hallöchen. Also, er darf genau aufschreiben, welche Wohnung er haben darf oder haben möchte. Und wir werden ihn von Reha Management Oldenburg unterstützen, dass er diese Wohnung auch findet. Denn eine neue Wohnung ist wichtig für seine Teilhabe am Arbeitsleben. Und er darf genau aufschreiben, wie er sich seinen Arbeitsplatz vorstellt. Und zwar mindestens 5 Arbeitsplätze. Und ja, viele haben es drauf und finden auch mehr als 5 Gelegenheiten zu arbeiten. Alles natürlich handicapgerecht, das ist natürlich ganz klar. Und in 2,5 Wochen treffen wir uns dann wieder und dann schauen wir mal, wie weiter gekommen ist. Natürlich sind wir zwischendurch per E-Mail im Kontakt und es macht unheimlich viel Spaß zu erleben, wie jemand aus einem sehr belasteten Leben, das man so wirklich auch im Gesicht gesehen hat, jetzt in eine wirkliche Zukunftsperspektive langsam reinschlittert und wirklich viel Spaß hat, sein Leben in den Griff zu bekommen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wenn ihr mehr zum Thema Reha-Coaching wissen wollt, schreibt mir einfach eine Nachricht. Bis dann. Tschüss.